Raum lassen. Auf jede Rampe, nicht zu viel oder zu wenig haben. Was man denn steht, ich habe mal gedacht, letztes Mal durch. Ich habe mit der Geschichte angefangen. Ich fand die Geschichte sehr, sehr interessant. Obwohl am Anfang war es erstmal bayerisch und da habe ich kein Wort verstanden. Aber dann wurde es für Hochdeutsch und dann habe ich sie verstanden. Es war nur zur Hälfte bayerisch. Oh yeah. Paul Gregor ist ein wahnsinnig engagierter Schauspieler. Also das macht natürlich das Ganze in manchen Dingen ein bisschen schwieriger, aber in manchen Dingen macht es viel, viel leichter. Ne? Now come on! Es war natürlich so, dass die Rolle von Bruno, die ist ja nicht so einfach. Und am Anfang haben wir natürlich schon ein bisschen Bedenken gehabt, ja, schafft er das und so. Aber ich muss sagen, so, dass wir das irgendwie ganz gut hinbekommen haben. Ne? 1,6 und 2,3. Looking to the right, so take a left for all to the right. Looking to the left, looking to the right, so take a left for all to the right. Looking to the left, looking to the right, so take a left for all to the right. Looking to the left, looking to the right. To the left, looking to the right. So check the left phone, also the right. Also an Julika sind wir, glaube ich, über Berndi gekommen, oder? Ja, dann haben wir mit Berndi, haben wir Julika kennengelernt. Nee, war auch ganz gut, weil wir wollten unbedingt eine hübsche Frau drin haben. Und die auch Erfahrung hatte mit Spielen und so. Und das war auch ganz gut, ne? Also das Letzte war sozusagen, dass er sagt... Ja, dann einfach hinstellen. Ja, ich hab mir gedacht, dass du einfach hinstellst. Aber Schwarzmeier, also wirklich ganz toll. Das, sagen wir so, ein wahnsinnig routinierter Schauspieler, der eigentlich genauso wie der Regisseur weiß, wann es der beste Take war. Kein Take zu viel, kein Take zu wenig. Also sehr praktisch zum Arbeiten und ganz überzeugend. Also, und vor allen Dingen hat er die Hauptrolle gespielt in dem Film, was ich als erstes, als wir nach Deutschland kamen, da hat er die Hauptrolle gespielt, genau, Battle Princess. Und das war so nett und ich habe sogar den Film von ihm geschenkt bekommen. Mit Autogramm. Den hat er nur daheim gehabt. Ja, ja. Gerd?
sehr gerne. Der schreibt tolle Dinge. Das ist Mark and Simon, oder? Ja, das war seine Idee. Gell? Ja, das ist die Englisch. Das ist die Englisch, ja. Gerd, danke, war eine super danke, Idee. Danke, Gerd. We're not supposed to shoot him anymore. What do you mean we're not supposed to shoot him anymore? Not shooting him anymore. But I've got him great in the visor here. Then take him out of your sights. Oh yeah, the sights. I've got him great. Ja cool, überhaupt, das ist seine Stimme, also die ist schon... Ja, die Stimme, die haut einen um. Also. Probleme? Sie wird uns zu ihm führen. Nicht wahr, Emma, du machst das. Du bist ein liebes Mädchen. Wo ist er? Schnappt ihn euch. Gerd, durch sein großes Erscheinen, durch seine große Stimme, verleiht natürlich dem Charakter, dem Bäckermeister, genau das, was sie uns eigentlich so vorgestellt haben. Es ist wirklich diese Masse, diese Wand an Spielen und an Stimme, also die wir für das gebraucht haben. So, ne? The river of life doesn't belong, no answer is found, and troubles on my face. She meets men, I'll recognize you for two of you demand. Also mein Herz hat Michael Gempert gewonnen. Also dieser Gentleman, der junge Gentleman, also der war wirklich, wirklich, wirklich nur noch super. Also einen Schauspieler aus dem Burgtheater Wien also zu bekommen, war natürlich eine Riesengeschichte für uns. Also das war, da bin ich ganz stolz und vor allem ist es auch so, dass Michael durch seine Art, nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera, weist er so Leuten, die noch nicht so lange im Filmgeschäft drin sind, also wie uns, irgendwie ziemlich gut im Weg. Zeigt uns sehr gut, also Dinge, die wir richtig, die wir falsch machen, lobt uns bei Dingen, die gut sind und rügt uns, die nicht so gut sind. Also, und da haben wir natürlich total viel gelernt also von ihm, also vor allem mich. Ein Ding, was mich imponiert hat, das war seine Art und Weise, oder so wie er das verstanden hat, er als Großvater. Was ist er für Bruno? Was für Rolle soll er spielen? Was ihm wichtig ist? Also fand ich wirklich toll. Also der hat das voll verstanden. Und mit dem kleinen Tommy hat er recht viel Geduld gehabt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Die waren auch super gespannt, die zwei. Ja. Das war total witzig. Weil Tommy schon war schon ein bisschen aufgeregt. Mhm. Also mitgekriegt, oh, da kommt ein... Na und auf Tommy bin ich natürlich sehr stolz. Nicht nur, weil ich sein Iuko, also sein Onkel bin. Er ist wirklich ein großes Talent und... dieses Talent, das wollen wir unbedingt fördern. Ich werde nie ans Meer fahren. Ich bin anders, ich bin irre. Das nicht mal du verstehst mich. Und es hat zufälligerweise auch wirklich super dazu gepasst, dass er den kleinen Bruno spielt. Also der Gregory hat sich in ihm wirklich als einen kleinen Bruno gesehen. Ne? Schauen Sie ja ähnlich, es hat wirklich das. Naja, absolut, ja, absolut. Aber was mich auch imponiert hat, apropos Talente, aus Spionjagdnest, das ist unsere Uschi-Darstellerin. Nee, es ist, also Lea ist ja natürlich ein Sonderfall in allen unseren Produktionen. Es ist nicht so, dass sie hinter der Kamera wahnsinnig viel macht. Sie organisiert das Catering, sie organisiert viele andere Dinge und sie springt eigentlich überall an, wo wir sie brauchen, vor und hinter der Kamera. Also ich glaube, über Mark and Simon, da gibt es eigentlich... Am besten soll man sich die anschauen und anhören, weil die beschreiben, das ist einfach unmöglich. Also für die beiden, da gibt es eigentlich keine Worte. Wir müssen irgendetwas zerstören.
Eva ist ein Segen für jedes Set. Sie ist eine sehr, sehr gefährliche Mischung. Also sie spielt gut, sie schaut gut aus, sie ist intelligent, sie ist witzig. Also, ja. Und Lost-Fan. Und Lost-Fan, das kann natürlich. Nee, war ganz toll. Also versteht alles ziemlich schnell, also sehr, sehr schnell. Und sie war für mich auch, also meiner Meinung nach, war sie auch diejenige, die auch dieses Coolness auch gebracht hat. Also was die Rolle angeht. Vielseitig einsetzbar ist ja auch der Peter Fichter. Ne? Erstens toll, dass er uns da immer hilft, also bei jedem Projekten, die wir machen, beim Hotel und so. Ja, das ist sowieso seine Hilfe, okay. Kann man nicht erklären. Und er ist nicht nur da gut, sondern der Peter hat auch mitgemacht bei unserem Film. Er spielt einen von den weißen Pissern. Aber nicht alleine, die pissen im Duett. Genau, ja. Und da ist natürlich der Bernie, also unser Fleischi, Bernhard Fleischmann, wo wir natürlich auch ganz froh und stolz sind, dass er da mitgemacht hat, da mitgespielt. Ja. Auch ganz wichtig, also es ist nicht nur so, dass es mit ihm sehr easy zum Arbeiten ist, sondern als Mensch ist er auch sehr einfach anzuhaben, das ist für uns immer ganz wichtig. Ne? Bernhard Bozian, also wir haben schon mehrere Projekte mit ihm zusammen gemacht. Und dann haben wir mittlerweile ein Set geschlossen. Also Berndi, du hast keine Chance wieder rauszukommen. Mhm. Wir freuen uns jedes Mal auf jedes weitere Projekt, was wir machen, weil wir ihn wirklich immer gern dabei haben. Ein sehr hübscher, sehr guter Kerl, super Schauspieler, also wirklich mit internationalem Format. Ne? Das stimmt. Oh yeah. Was ich auch so schön fand, das waren die, nicht die Rekompasen, sondern die Amateurschauspieler, wobei die sich ganz schön als Profi auch rausgestellt haben. Ob es jetzt die Fidi ist, ja, dann dein Papa, dann Monika, also ich bin wirklich begeistert. Begeistert und vor allem die Dinge, was ich da nett fand. Jedes Mal, wenn wir unterwegs waren und dann hieß es, oh, wir brauchen ein paar Komparsen und so. Auf einmal kam das, musste das Catering-Team dran glauben. Also war wirklich sehr, sehr kooperativ. Mm, ja, die Brie war auch beim Catering, gell? Ja, Brie war gigantisch. Also Brie ist auch ein ganz ein großer Gewinn für uns alle, auch in jeder Beziehung. Das heißt, wenn wir drehen oder auch wenn wir nicht gerade drehen, wenn wir nur Lost anschauen oder Fringe, da ist die Brie immer der Hammer. Vor allem lieben wir ihre Donauwelle. Also hinter der Kamera, da gibt es so viel zu erzählen. Ich glaube, dass
dieses Making of, das müsste eigentlich genauso lang dauern, wie lang unsere Drehzeit war, weil wir da wirklich so viel Spaß gehabt haben, also hinter der Kamera, also mit den Leuten, das war absolut der Hammer. Als erstes Xane ist ein Energiebündel und sie hat unser Projekt also gleich verstanden und geliebt und sie hat wahnsinnig viel Energie reingesetzt, dass wir noch mehr Leute bekommen, sonst wäre das Ganze gar nicht richtig umzusetzen gewesen. So. Also, weil ich kann mich erinnern, sie war die Erste, die du kontaktiert hast und die hat geantwortet. Und dann haben wir schon gedacht, wow, eine Kamerafrau, cool. Und das hat sie wirklich so herausgestellt, dass sie also cooles Mädchen ist es. Weil was sie da an Leute hinter der Kamera organisiert hat, also wirklich danke, Sanne. Danke. Fahre. Zum Beispiel den Nick hat sie organisiert. Also ein sehr, sehr talentierter Kameramann. Der, sehr talentierter, großer Kameramann. Der, glaube ich, sogar zum großen Teil den Film auch gedreht hat. Der eigene war ja der Nick als Oberbeleuchter geplant. Nur ist es so, als Sanne und Markus wieder zurück mussten, also weil die Arbeit gehabt haben, hat der Nick immer irgendwie noch ein paar Tage gedreht und die Dinge, die uns noch abgegangen sind und so. Aber letztendlich, glaube ich, wenn man das Ganze summa summarum zusammenzählt, da hat der, glaube ich, das meiste gemacht. Ja? Die haben sich total ergänzt, also Sanne und dann natürlich Nick und natürlich Markus. Also da gibt es den Spruch, du sprichst mir aus der Seele und der Markus, der filmt mir aus der Seele. Er filmt mir aus der Seele. Also das Markus, wow. Ja, Markus ist natürlich auch so eine Sache. Also, seit Jahren probiere ich immer irgendwie, dass sie mal zu uns herbekommen, dass wir etwas drehen. Und nie hat es irgendwie richtig funktioniert. Also immer war irgendetwas dazwischen. Und eigentlich wollte er bei dem Projekt auch nicht mitmachen. Und nur weil die Sanne ein Wochenende nicht drehen konnte, hat er gesagt, ja, okay, gut, dann kommt er halt mal. Und ich glaube, dass die Zeit, die er da war, dass die uns ganz schön verschweißt hat, also künstlerisch und menschlich. Also da, das fand ich natürlich total geil. Ja, und dann war der Coolio da, ne? Der Kameraassistent. Einfach und cool anzuhaben und so. Nee, also sehr fleißig. Sehr fleißig, ja. Hat wirklich sein Ding durchgezogen. Ja. Ja. Hat irgendjemand schon was über unseren Daniel gesagt? Gerade wollte ich damit anfangen. Nein, wolltest du nicht. Nein, ich wollte über Daniel. Wenn hier jemand etwas über Daniel sagt, dann bin ich es. Nein, ich bin es. Daniel, du bist der Hammer. Also, Daniel, ist, du bist der Hammer. Dem Projekt überlegt, was war eigentlich das Größte? Die Leute, die wir da kennengelernt haben bei dem Film, also das war, ich habe da keine Worte, also ist wirklich, wir haben so einen wahnsinnigen Spaß, wir haben wahnsinnig professionelle Leute dabei gehabt, wahnsinnig kreativ, total nett, sehr hilfsbereit, also es war für mich eine wahnsinnige Ehre. Ich weiß, irgendetwas ist auf den Boden gefallen. Und dann, oh mein Gott, wir brauchen ein Taschentuch. Wer hat es gehabt? Daniel. Ja, Monitor, noch einen zusätzlichen kleinen Monitor gebraucht. Wer hat es gehabt? Daniel. Und wer hat den coolsten Tonwagen überhaupt? Daniel. Und wer hat absolut alles in den coolsten Tonwagen überhaupt? Daniel. Ja, also der war nicht nur also, ein Schatz, was den Ton anging, sondern auch also so, also hilfsbereit. Kann mich noch erinnern, wo es ein bisschen gekriselt hat. Und dann schaue ich so mich herum und auf einmal sehe ich, wie der Daniel die Lampen trägt. Obwohl er den ganzen Tag mit der Angel so dagestanden ist. Und das war spät in der Nacht, aber der hat trotzdem noch die Kraft gehabt, die Lampen zu tragen. Oder überhaupt, also da waren ein paar Momente, wo wir drei nicht so, sagen wir so, stark waren. Und dann habe ich so zum Daniel rübergeschaut und dann hat er nur so zugezwinkert und dann habe ich gedacht, wow,
Okay, jetzt geht's los. Und wieder gedankt und abgedipost. Ja. Wir sind alle Spionjacks. Nee, da waren auch sehr viele Helfer. Also Helfer, die meisten haben sie ja freigenommen. Oder alle haben sie freigenommen. Weil es ging ja nicht nur Samstag, Sonntag arbeiten, sondern auch so unter der Woche. Und die waren so überpünktlich, so zuverlässig. Keiner hat gemosert, weil mir war es zu heiß, weil mir war es zu kalt. Aber trotzdem, also die haben das alles so durchgezogen. Also das mit den Kindern, die Arbeit, die war auch wahnsinnig. Die waren auch so tapfer, die Selina, der Felix, Daniel, wo ich übrigens heimlicher Fan bin von Daniel. Es war so heiß an dem Tag. Oh ja, sehr heiß. Und die haben das so tapfer durchgezogen, wirklich, wirklich super Kinder, doch. Wer hat das beste Catering im Filmgeschäft? Wir. Haben das beste Catering. Das ist so. She see the picture, she can explain. Oder zum Beispiel Peter Adler. Oh, wir waren auch in seinem Haus. Ich habe keine Ahnung, wie viele Tage. Und vor allen Dingen, wenn wir vorgehabt haben, draußen zu drehen und dann ist geregnet. Und dann habe ich gefragt, du Peter, wir wollten zwar einen anderen Tag zu dir kommen, aber heute regnet es und wir wollten nicht, dass der Tag so einfach vergeht. Können wir zu dir kommen? Sagt er, ja, natürlich. Also fand ich wirklich klasse. Also Peter war wirklich der Hammer. Also. Bis zu dem Moment, wo er unseren Darstellern, auch vor und hinter der Kamera mit Wein abgefüllt hat. Ja. Das berühmte Weinlager. Und das ist sehr klasse. Übergalaktisch war. Das war diese Zusammenarbeit mit dem Komponisten Trevor Colman in Neuseeland. Oh Mann, also der Trevor. Dann Mixen in München bei Ludwig Meyer. Ludwig, also die Lautsprecher Nautilus, weißt du? Ich glaube, jetzt wäre er bereit zur Übernahme. Ja. Ja, also der Trevor ist natürlich ein Wahnsinnsgewinn. Also für uns ist es. Also Trevor war ja dreimal schon für Emmy nominiert. Ja, wow. Und das war natürlich auch eine Riesengeschichte für uns. Also der ein wahnsinnig kreativer Musiker und ein Riesengewinn. Also er hat wirklich das i-Tüpfelchen auf unseren Film also draufgesetzt mit der Musik. Ja, vor allen Dingen diese Zusammenarbeit. Deutschland, Neuseeland. Die war der Hammer. Also ohne Internet, ich glaube, wären wir tot. Ja, wären wir aufgeschmissen. Und der Ludwig hat das natürlich unglaublich gut gemixt. Genau. Und dann kommst du vom Ludwig zurück und lässt es laufen. Und dann war ich fertig. Weil dann kam nicht nur Deciding. Deciding? Genau. Sondern auch I Found the Key vom Jay Fletcher.
Und der Jay, der hat zwei Lieder komponiert für den Film. Also wow. Die wir unglaublich toll finden. Und nicht nur, dass wir die Lieder toll finden, der Jay ist ein wahnsinnig netter Kerl. Also da passt es auch wieder mal irgendwie das Menschliche und das Künstlerische und so und vor allem das Verständnis. Also er hat wirklich, der den Nagel auf den Kopf getroffen, der hat genau das geschrieben, was wir für den Film am liebsten gehabt hätten. Und Jay, ich bin totaler Fan von deiner Stimme. Total. Und der Armin natürlich mit dem Lied. My Big Left Toe. Ne? Nein, der Armin, der trifft sowieso immer den Nagel auf den Kopf. Also nicht nur, dass ich total begeistert bin von seinem Lied Walking Down the Beach, aber das ist My Big Toe. Also apropos My Big Toe, das ist doch cool. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt mitgekriegt hat. Wenn bei Simon, bei Mr. Bone oder Ben, wenn Handy läutet, was für ein Lied da läuft. Ein geiler Klingelton. Ja, glaubt nicht. Tja, und was glaubt ihr, mit welchem Körperteil der erste Schnitt gemacht worden ist von dem Film? Nase? Also, nein, auch nicht mit dem Finger. Ohr? Sondern mit. Also hier gehen ja wirklich extrem merkwürdige Dinge vor. Wir sind kurz vor einem gewissen Augenblick, also wo wir uns hier also immer sehr viel freuen. Denn im Moment soll jetzt entweder der erste Schnitt von meinem großen linken Zeh von unserem Film stattfinden. Slavica hat sich das Footage schon in Position gebracht. Die Clips, die sie schneiden will, sind schon hier. Irgendetwas ist hier anders. Irgendwas ist anders. Sie hat sich nicht überlegt. Sie wird den ersten Schnitt von diesem Film, will sie nicht mit ihrem, okay. mit ihrem Finger machen. Sie macht es mit ihrem Zeh. Der Schnitt ist gefallen. Die Presse ist auch da. Sie ist auch dabei. Wunderbar. Der erste Schnitt von diesem Film wurde nicht mit dem Zeigefinger.